Herzlich willkommen zur neuen Folge von Zerstörte Minuten. Das nochmal, dass das Müll noch mehr Müll macht. Wir haben von Frank, einen sehr langen Zuschauer und treuer Mann, dieses Mobiltelefonteil bekommen. Das Video seht ihr höchstwahrscheinlich im. Das sieht schön aus. Du hast sehr schöne Kembo, ich muss das rausbieben. Du hast sehr schöne, elegante Füße übrigens. Man erkennt das durch den Schuh durch. Ja, das Ding wird in Sekunden zerstört. Auf los geht's los. Alles ist in der Beschreibung. Wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen, weil da nämlich Leute kommen. Und los. Ja, das ist easy. Das sieht, ja. Hast du nicht gesagt, jetzt hol? Ja. Oh, super, ey. Toll. Jetzt wird es gleich peinlich, wenn die Nachbarn kommen. Was denken die von mir? Also, ich habe das immer gemacht. Nee, Mann. Weißt du? Nee, der direkt zu kann, das ist alles andere, aber nicht easy. Der, obwohl der so hohl ist, ne? Wie dein Kopf. Der ist richtig fest. Darf ich aus Klickzwecken dein Popo mitfilmen? Der ist ja verdeckt. Ja, du hast ihn gleich schon. Ich guck so lange auf der Straße. Oh, wie schön. Ich habe eh Angst wegen dem Hund. Ne? Ja, sonst müssen wir jetzt eine kurze Pause machen. Ja, ich kann ja da einen Cut machen und dann ist ja mit. Oh. Dann ist es ja auch nicht unfair gegenüber den Zuschauern. Oh. Hier kommen den aber näher. Wenn du so einen Cut machen willst, aufgrund dessen, dass Zuschauer kommen. So, man sieht, die lassen genauso stehen. Ich mache jetzt hier den Cut und gleich geht's weiter. So, die sind jetzt vorbei, Leute. Es geht jetzt weiter. Das ist der erste Cut, den wir eigentlich seit längerem schon hatten, außer dass die Kameras aufgefallen. Ging aber nicht, in dem Fall, es geht nicht um die Menschen tatsächlich, sondern eher darum, dass da zwei Hunde bei sind und die reagieren auf die lauten Töne extrem. Außerdem hat sie die Pause gebraucht, hat sie noch eben gesagt. Ja, genau, richtig am Lügen. Hallo? Ich habe eine Story gemacht, ist in der Beschreibung. Das ist doch voll gut, Mike. Oh, Junge. Ja, passt mir gleich. Das, was die Zuschauer ja nicht wissen, ist, dass du ja eigentlich oben komplett frei bist und eigentlich nur den Bauch verdeckt hast. Und sie hält sich gerade wie an der Mülltonne fest. Also voll schlecht gehen immer. Oh. Ja. Hm? Es war Spur. Ei. Jetzt ist das Moped auseinandergefahren. Alter, wie sieht denn von innen aus? Ist ja gut, wenn es elektronisch drin. Ja, da. What the fuck? Wie guckt ihr das mal an, Alter? Skirt! Möchtest du das für die privaten Stunden mit nach Hause nehmen? Mal gucken, ne? In jede Öffnung eins. Ja, nur mit Schenkel. Okay, danke. Bitte. Durch, also mehr durch kann man da nicht machen, weil das ist Hartplastik, glaube ich. Zeig das mal, ob man das in der Mitte durchkriegen würde. Nee, das hier, ja, das geht gar nicht, das kann man nicht mal biegen. Das ist dieses eckige Plastik, was unzerstörbar ist. Probier's mal auf Straße aus und jetzt. Nee, und das wird mir komplett ins Gesicht splittern. Weiß ja, ne? Wir machen einen Kompromiss. Kriegst du das Ding durch oder geht das da gar nicht raus? Nee, das ist genauso. Jetzt habe ich nämlich keinen Stopp gemacht. So, stopp! Stopp! Das ist einfach reingelegt. Mehr geht nicht, geht echt nicht. Ihr kennt ja diesen Plastik-Schatz. So, dann, das war's übrigens mit dieser Folge zugeschickt von Frank. Vielen Dank dafür. Schuhe sind in der Beschreibung. Vielen Dank, Frank. Frank, vielen Dank. Und ich möchte das letzte Wort immer der guten Frau überlassen. Das ist Kimbo. Ja, hiermit habe ich das letzte Wort. Tschüss. Nein, jetzt musst du noch was sagen. Letzte Wort.